leichten neuen Sprüngen auch für Aufsehen sorgen. Also Stillstand in der Turnwelt heißt Rückschritt. Und der ist, wenn er ihn auf den Punkt bringt, ein Mitfavorit im Sprungfinale. Grigori Mesiutin, an dessen Überschlag Doppelsalto vorwärts ich mich bei den Goodwill Games noch lebhaft erinnern kann. Jetzt die Sekunden der Bewährung bei der Weltmeisterschaft. Grigori Mesiutin. Zunächst dieser Sprung vom Weltmeister 3. Ja, ich schaue gerade nach, Weltmeister war er noch nicht in diesem Gerät, hatte ich mich geirrt. Aber er könnte es werden. Zunächst erstmal dieser erste Sprung, Überschlag. Seite gestreckt, 1,5 Drehungen. Silvio Kroll mit Bonifikation, ja, von einem Zehntel da in diesem schmalen Streifen. Jetzt muss er entscheiden, was er tut. Ich kenne seinen Trainingszustand nicht, aber er stellte sich hier ganz explosiv am Boden vor. Grigori Mesiutin. Holte sich die Bronzemedaille bereits. Hier, jetzt und Sprung, seine letzte Finalchance, nachdem er schon nicht im Mehrkampf war, weil er nur 3 Geräte im Team turnte. So, jetzt muss er entscheiden. Hohes Risiko um die Chance der Führung mit 9,8 zu nutzen oder aber zu scheitern. Denn diese Distanz zwischen Erfolg und Misserfolg ist bei einem Sprung, der in Bruchteilen von Sekunden sich entscheidet, äußerst gering. Grigori Mesiutin, der 24-Jährige aus Lugansk. Jetzt passt man ganz besonders auch beim SC Cottbus auf, wo er im Bundesliga-Team steht. Und jetzt. Jetzt kommt er und er dreht und steht so gut wie fast. Das ist eines der Explosionswunder im Turnen. Und das registriert auch dieser Champion, Vitali Scharbo, der noch zu entscheiden hat, ob Grigori Mesiutin, ich sag mal, eine Medaille hat er, aber welchen Glanz sie hat, das weiß er noch nicht. Er könnte damit vielleicht sogar Weltmeister geworden sein. Gratulationen von jungen Männern, die früher in gemeinsamen Teams standen und natürlich auch wissen, was hier da eben gezeigt wurde. Früher war er zuständig, Leonid Arkajew, jetzt Russlands Turnchef, und Mesiutin fliegt ja für die Ukraine. Schauen Sie. Blitzschnelle Drehungen, auch eng gehockt, technisch gut. Mit Übersicht öffnet er sogar einen Sprung, den andere überhaupt nicht in den Stand bekommen. Jetzt gibt es erste Reaktion, aber wir schauen auf die Flugbahn. Er ist im Bereich von 2/10 Bonifikation, ab 10,0 der Sprung. Und was will man hier abziehen, außer der Standunsicherheit? Ist Wahnsinn, wie man in dieser kurzen Zeit solche Breitenachsendrehungen kontrolliert auf den Boden bringen kann. Und das auch noch mit geschlossenen Knien, wo andere die Knie öffnen, um sie neben die Ohren zu nehmen. Tja, 9-7-1-2, das müssen die Kampfgerichte mir mal erklären, warum man hier fast 3/10 abzieht.